Ja, willkommen zur neuesten Ausgabe vom Neandertaler Whisky Blog. Und heute, wie ihr seht, haben wir zwei Whiskys auf dem Fass. Zwei identische und dann auch wieder nicht so identische Whiskys. Die Rede ist vom Pete's Beast Cask Strange, beziehungsweise drauf steht Batch Strange. Ja, und das ist jeweils ein Pete's Beast mit PX Sherry Finish. Allerdings aus zwei verschiedenen Batches. Also sind zwei verschiedene Abfüllungen zu verschiedenen Zeiten abgefüllt. Ja, und der große Unterschied ist, man sieht es wahrscheinlich ein wenig, es ist die Farbe. Der linke, oder jetzt hier linke, ist wesentlich heller als der rechte. Und die wollen wir mal miteinander vergleichen. Und zwar hatte ich mir die erste Flasche, das war die hellere, mit dem helleren Farbton, geholt. Und ich fand den schon sensationell, auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Und kurz darauf erschienen Fotos mit so einer satten, dunklen Farbe. Und dann habe ich erst überlegt, ja, vielleicht sind die Fotos in den Shops irgendwie komisch gemacht, dass er so viel dunkler erscheint. Dann habe ich aber gelesen oder dann auch die ersten Bilder von den Flaschen von Gruppenmitgliedern bei Facebook gesehen, dass der tatsächlich so viel dunkler ist und dass das neue Batch einfach viel dunkler ausgefallen ist. Beide sind ohne Altersangabe. Jetzt stellt sich die Frage, warum ist das eine Batch so viel dunkler geworden? Also einerseits kann es natürlich daran liegen, dass die Reifezeit oder das Finish in den PX-Fässern länger war und dass er deswegen mehr vom Fass mitbekommen hat. Oder dass die bei der anderen Abfüllung, bei dem anderen Batch einfach bessere Fässer hatten, wo das Fass einfach nochmal mehr Farbe abgegeben hat. Leider gibt es dazu keine Angaben, genauso wie ich habe jetzt auch gar nichts gefunden, was die Vorbelegung war. Ich gehe mal stark von Ex-Bourbon-Fässern aus, weil die Rede ist ja von einem PX-Finish und deswegen denke ich, dass er vorher in Bourbon-Fässern gelegen hat. Ist bei den anderen Pete's Beast-Abfüllungen ja so. Auch deswegen gehe ich jetzt stark davon aus, dass das Ex-Bourbon ist und dann Finish in PX-Fässern. Ansonsten sind die von den Eckdaten beide identisch, ohne Farbstoff und ohne Kältefiltration. Deswegen ist das auch mit der Farbe auch so spannend, weil man es auch wirklich beurteilen kann. Vom Alkoholgehalt, beide haben 54,1%. Deswegen habe ich hier auch nochmal ein bisschen Wasser stehen. Ich werde beide Abfüllungen nachher auch nochmal mit einem Hauch Wasser probieren. Ja, und ansonsten, Pete's Beast ist halt ein unabhängig abgefüllter Malt. Auch da die Herkunft weiß man nicht. Es gibt Abfüllungen, die kommen aus Islay. Das steht dann mit auf der Flasche oder der Dose drauf. Hier steht es nicht mit drauf. Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass sie deshalb auch definitiv nicht vom Islay stammen, weil bei anderen Abfüllungen wird es mit drauf geschrieben. Wäre es so, würde es hier, denke ich, auch mit drauf stehen. Also ist davon auszugehen, dass diese Abfüllung jetzt nicht von Islay stammt. Dann ist das schon die nächste Frage, weil das ja nicht kommuniziert wird. Von wo stammt der Malt? Weil Pete's Beast ja doch sehr stark rauchig ist. Wenn er nicht von Islay stammt, wer hat denn diesen sehr stark rauchigen Whisky produziert? Fragen über Fragen. Generell werden solche Whiskys nicht umsonst Mystery Malt genannt, wenn man nicht weiß, wo sie herkommen. Ich glaube, es ist auch ein bisschen das Marketingkonstrukt, dass darüber geredet wird, dass darüber spekuliert wird, das ist, glaube ich, auch Teil des Mythos und auch ein bisschen der Grund, warum so eine Abfüllung gut läuft. Ja, das zu der Abfüllung selber. Jetzt wollen wir mal gucken, worin die Unterschiede der Batches liegen. Also wir riechen erstmal beide, vergleichen die Nasen miteinander, dann werden wir wieder beide gegeneinander probieren und dann derselbe Ablauf nochmal mit ein bisschen Wasser beim Wein. Ja, starker Rauch, definitiv sehr prägnant. Aber auch eine starke Süße, auch eine Fruchtigkeit, auch Gewürze findet man wieder, finde ich. Und auch wenn der
so ein bisschen dunkle Früchte, so dieses dunkle Fruchtaroma inne hat, was ja fast zu erwarten ist bei Sherry. Finde ich, riecht man auch eine so eine exotische Frucht. Ich weiß jetzt gar nicht, welche es sein könnte. Auf jeden Fall, diese roten Früchte, das geht in so eine Dattelfeigen Richtung auf jeden Fall. Jetzt nicht so dieses Bärige, also eher wirklich so Dattelfeige. Da können auch noch ein Pfirsich mit zwischen sein. Er hat auch mit dem Rauch mitschwingend so eine maritime Note. Was dann schon wieder so ein bisschen an so ein Inselwhisky erinnert, aber auch nicht so stark jetzt, ne? Also diese Salzigkeit oder diese maritime Note hält sich so ein bisschen in Grenzen. Zwischendurch kommt dann doch wieder sehr die Würze zum Vorschein. Ja, und diese Süße und diese ja, Pfirsich und diese exotische Frucht. Doch sehr stark in der Nase. Für 54,1% sticht der Alkoholgehalt jetzt nicht wirklich. Also man riecht schon, dass man eine ja, Fassstärke kann man nicht sagen. Also steht ja immer Batch Strange drauf. Ist aber ein Single Malt. Das heißt, es kommt schon alles aus einer Brennerei. Fassstärke deswegen nicht, weil dieser Whisky aber nicht aus einem Fass stammt, sondern aus mehreren Fässern, aber wegen Single Malt dann halt aus einer Brennerei zusammengemischt wird. Batch Strange bedeutet dann aber wiederum, dass die Whiskys, mit denen er vermischt wird, alle in Fassstärke ausgegossen, wollte ich jetzt schon sagen. Die werden in Fassstärke, wird das Fass entleert. Und in einem bestimmten Verhältnis zusammen vermischt, so dass man dann auf 54,1% kommt. Jedoch haben alle diese Fässer, die genutzt werden, Fassstärke und weil dieses Gemisch quasi aus Fassstärken besteht, nennt man das dann Batch Strange. So, deswegen dieser Begriff relativ kompliziert. Ja, und es ist halt so, dass diese 54,1 deswegen bei beiden Abfüllungen erreicht werden können oder standardmäßig dann erreicht werden können, weil man es aus verschiedenen zusammensetzt. Zwar haben die alle unterschiedliche Alkoholstärken und beim anderen Batch müssen auch die einzelnen Komponenten wieder andere Alkoholstärken haben als bei den anderen, weil es dann ja Einzelfassabfüllungen sind oder Einzelfassabfüllungsanteile, muss man ja sagen. Aber man kann das Mischverhältnis ja ändern, so dass der Alkoholgehalt dann wieder gleich bleibt. Ne? Vielleicht ist auch so die dunklere Farbe zustande gekommen, dass man es so gemischt hat, dass man wieder auf 54,1% kommt. Diesmal musste man aber, weiß ich nicht, mehr Sherry-Whisky dazu geben und deswegen ist die Farbe so viel dunkler. Das kann natürlich auch die Erklärung für die dunklere Farbe sein, dass der Sherry-Fassanteil einfach diesmal höher ist. Ne? Schreibt mal in die Kommentare, das würde mich interessieren. Was glaubt ihr, wo kommt der Whisky her? Was ist euer Tipp? Und das andere, was mich interessieren würde, was glaubt ihr, woher kommt die dunklere Farbe? Wie hat sich das ergeben? Warum ist er dunkler geworden? Ist die Mischung eine andere? Waren es bessere Fässer? War das Finish länger? Nun ja, zurück zum Whisky. Wenn man jetzt direkt miteinander vergleicht, man merkt schon, dass es derselbe Whisky ist. Der hat auch diesen starken Rauch. Der hat auch diese tropische Frucht. Der hat auch diese Gewürze in der Nase. Aber diese und diese Dunkelfrucht ist bei dem hier viel stärker ausgeprägt. Es ist fast das, was ich erwartet habe. Also ich habe das dunkle Batch tatsächlich frisch geöffnet.
Die Flasche ist frisch aufgemacht. Aber es ist ein bisschen das, was ich erwartet habe. Und dieser stärkere Sherry-Einfluss sorgt noch so dafür, dass man so ein Gefühl hat, dass das eher schon so eine Art Sirup ist. In der Nase. Und sehr viel Datteln, sehr starke Feigenaroma. Ja, diese und wirklich sirupartig, während der hellere so ein bisschen. Ja, wenn man das vergleicht, also das hat jetzt nicht so diesen Eindruck von Sirup. Ja, also der Anteil dieser exotischen Früchte vom Geruch her ist ungefähr gleich. Also hier tritt er noch ein bisschen bei dem dunkleren ein bisschen weiter in den Hintergrund, weil halt da das dunkle Aroma noch ein bisschen überwiegt. Ja, aber ansonsten haben die an sich dieselben Aromen, bloß halt unterschiedlich ausgeprägt, ne? Ja, mit Ausnahme von diesem Sirup-Aroma. Das Sirup-Aroma hat jetzt eher der dunklere und der hellere nicht. Ja, vielleicht hat die dunkle Abfüllung noch einen Hauch von dunkler Schokolade hinten dran. So, jetzt wollen wir mal auf der Zunge testen. Sláinte. Okay. Auf jeden Fall starker Rauch, starke Süße, also wirklich stark süß, so ein bisschen Dunkelfrucht, vielleicht auch da auch wieder so ein bisschen die Pfirsich auf der Zunge. Definitiv auch so ein bisschen Gewürze. Und im Abgang kommt jetzt tatsächlich hinten raus sogar noch ein bisschen Frucht, die vorher nicht, die schon wieder weg war. Aber tatsächlich starker Rauch, auch bis in den Abgang gehend rein, aber gleichzeitig parallel eine sehr starke Süße, die sich ausbreitet auf der Zunge. Also der beginnt schon süß. Aber dann drückt so eine Süße nochmal hinten richtig drauf. So während das Fruchtige und die Gewürze dann irgendwann nach und nach verschwinden, kommt da hinten dran richtig nochmal der Rauch und parallel dazu eine richtig starke Süße, die drauf drückt, die dann mit in den Abgang reingehen. Auf jeden Fall sehr geil. Jetzt probieren wir den nochmal in. Unverdünnt. Sancha. Okay. Krasser Unterschied. Auch hier starker Rauch, wobei im direkten Vergleich scheint der Rauch einen Ticken abgemilderter zu sein als bei der hellen Version. Man hat viel mehr Dunkelfruchtigkeit im Mund, also diese Datteln und Feigen beginnen viel früher zu wirken. Auch hier eine sehr starke Süße, die stärker beginnt als beim anderen, aber tatsächlich bei dem anderen die Süße drückt hinten noch mal richtig drauf, hat man hier nicht diesen Effekt, aber weil es schon süßer beginnt, würde ich sagen. Und ich würde auch sagen, dass man so eine hauchdunkle Schokolade schmeckt.
gerade im Abgang, so ein bisschen im Geschmack, aber noch mehr im Abgang. Im Abgang hier auch wieder Rauch und Süße. Wobei hier auch die Dunkelfrucht noch ein bisschen zu tragen kommt im Abgang. Während die bei dem anderen eher schon fast weg ist, relativ früh. Ich tue schon mal ein bisschen Wasser rein. Würde ich sagen, spürt man die schon noch im Abgang auch. Die Dunkelfrucht bei dem anderen. So, ich hoffe, dass ich ungefähr gleich viel Wasser erwischt habe. So, jetzt lassen wir es noch kurz ein bisschen sich vermischen. Auf jeden Fall der Rauch jetzt viel abgemildert an der Nase. Doch. Der Rauch tritt in der Nase in den Hintergrund. Die Süße tritt hervor. Auch die Würzigkeit. Was auch ein bisschen abgemildert wird, wird die Frucht. Ja, diese exotische Frucht fast gar nicht mehr spürbar. Die Dunkelfrucht noch etwas. Da aber auch weniger. Ah, okay, jetzt kommst du doch wieder ein bisschen zum Vorschein. So, dann verrichten wir die anderen nochmal. Oh ja, also hier selbes Ergebnis. Rauch tritt weiter in den Hintergrund. Die Süße kommt wieder stärker, noch stärker hervor. Hier allerdings, der Unterschied zu dem anderen, die Fruchtigkeit wird nochmal immens stärker. Und zwar die Dunkelfruchtigkeit. Also die tritt jetzt richtig in den Vordergrund. Ja, jetzt hat man schon fast das Gefühl von so. Mit der Süße und diesen starken Datteln, also so wie Datteln, die in braunen Zucker eingelegt sind oder sowas in der Art. So ein bisschen dunkle Schokolade. Ich glaube, ich hatte jetzt gerade so ein bisschen was, so ein bisschen so ein Hagebutten-Aroma, wie Hagebutten-Tee. In Kombination mit Rauch und der Süße. Und es roch jetzt gerade so ein bisschen. So ein bisschen wie Barbecue. So ein bisschen speckig oder wie Barbecue-Soße. Ich mache ja so eine eigene Barbecue-Soße. Daran erinnert mich das jetzt so ein bisschen, ne? Weil ich benutze auch Rauchsalz. Also die Soße selber ist auch sehr rauchig, gleichzeitig sehr süß. Denn insgesamt noch so ein bisschen dieser Barbecue-Flavor. Erinnert mich jetzt stark an meine eigene Barbecue-Soße. Geil. Ja, wollen wir mal jetzt verdünnt probieren. Okay. Oh, das ist irgendein Aroma, das kann ich jetzt nicht benennen, aber ist geil. Also, verdünnt. Im Prinzip spiegelt das, was die Nase widerspiegelt, den Geschmack ganz gut wieder. Zumindest was den Geschmack angeht, den Abgang nicht so. Im Geschmack geht auch der Rauch ein bisschen in den Hintergrund, ist nicht mehr so stark wie unverdünnt. Die Süße kommt ein bisschen hervor. Die Gewürze und Frucht werden aber ein bisschen stärker. Das war jetzt ja in der Nase eher nicht so. Aber die kommen auf der Zunge ein bisschen besser zur Geltung. Im Abgang ist der Rauch wieder stärker. Und gefühlt auch stärker als vorher. Also jetzt, während er im Geschmack nicht so präsent ist wie unverdünnt,
drückt der hinten ziemlich drauf. Also der kommt hinten raus dafür nochmal stärker. Probieren wir auch hier mal unverdünnt das dunkle Batch. Boah, brutale Süße auf jeden Fall in der Nase. Also vom Verhalten her, genauso wie die helle Version, im Geschmack mit ein bisschen Wasser. Rauch ist im Geschmack weniger präsent als vor. Süße und Frucht wird prägnanter, nimmt nochmal zu. Auch hier eher im Abgang der Rauch nochmal wieder stärker werdend. Der kommt dann hinten raus ein bisschen stärker. Gibt dem Whisky quasi noch den letzten Kick. Aber durch diesen stärkeren PX-Einfluss erscheint er auf der Zunge noch so viel süßer als der andere. Viel dunkelfruchtiger, also die Dunkelfrucht ist viel, viel präsenter. Und teilweise geht das jetzt schon in doch eine Schokoladenrichtung, dunkle Schokolade und vielleicht auch so ein bisschen Kaffee sogar. Also, ja, als Fazit muss ich wirklich sagen, ich kannte jetzt erst so das helle Batch. Das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, gerade vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Jetzt im Vergleich mit dem dunkleren, das gefällt mir noch besser. Aus der Sicht von Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist Bombe, was man für das Geld kriegt. Also, das ist Wahnsinn. Also, beide kosten regulär so um die 40, meine ich. Ich habe jetzt, als ich die dunkle Flasche nachgekauft habe, tatsächlich noch sehr, sehr günstig bekommen für um die 33 oder so. Ist aber, glaube ich, echt ein Ausnahmeangebot gewesen. Aber selbst für die 40 ist das ein Bombenpreis und den habe ich auch für den anderen schon bezahlt. Für den helleren und der hat mir nicht so gut gefallen wie der dunklere jetzt und ich fand es trotzdem völlig in Ordnung und günstig. Also jetzt ist es vom Preis-Leistungs-Verhältnis, also wer auf stark rauchige Whisky steht und dann gerade in Kombination mit Dunkelfrucht, also mit Sherry oder Port Finish oder ähnlichen Geschichten, wer sowas mag, absolute Kaufempfehlung. Bombenpreis und tatsächlich macht dieses stärkere PX-Einfluss noch den Whisky um einiges komplizierter, ne? Also hier hat man so ein bisschen Gewürze, Dunkelfrucht. Ist auch nicht unkompliziert. Das hellere Batch möchte ich gar nicht behaupten. Der ist, gerade wenn man das Preis-Leistungs-Verhältnis im Blick hat und keine Altersangabe dabei, man weiß gar nicht, wie der alte der ist und trotzdem hat er so viele Sachen, die der mitbringt. Aber dieses dunklere Batch bringt dann einfach noch so Aromen mit. Also erstmal intensiver. Die, was das helle Batch schon hat, einfach noch intensiver. Was diese Dunkelfrucht angeht. Er überdeckt auch gar nicht viel, was der andere jetzt hat. Der andere hat jetzt so ein bisschen ja vielleicht noch Pfirsich dabei oder sowas. Ne? Klar, überspielt das die Dunkelfrucht ist ein bisschen, aber der Rauch, die Süße, das wird ja nicht überdeckt. Also die Süße nimmt sogar noch zu beim Dunkleren. Der ist süßer, der hat vielleicht sogar noch dunkle Schokolade und Kaffee dabei. Was bei dem anderen jetzt nicht so stark rauskommt, irgendwie finde ich. Viel intensiver. Insgesamt kann ich den Whisky unbedingt den Leuten ans Herz legen, wer stark rauchige Whiskys mag. Bei wer rankommt, ich weiß auch nicht immer, wie die Verfügbarkeit ist, ob das dunklere Batch tatsächlich sogar öfter jetzt vorhanden ist als das helle. Ich kann es gar nicht sagen. Wer aber die Wahl hat, dem empfehle ich sogar das dunklere Batch. Es sei denn, er steht jetzt nicht so auf so starken Sherry-Einfluss, dann nimm das hellere so. Aber grundsätzlich kann ich das dunklere, wenn man die Wahl hat, empfehlen. Generell kann ich den Whisky sowieso empfehlen. Mit Wasser, ich fand ihn unverdünnt jetzt besser.
Nichtsdestotrotz kann man bei so einer Flasche, bei so einem Alkoholgehalt mal es ausprobieren, dann kann man gucken, was man besser findet. Vielleicht mag der eine oder andere den verdünnt noch ein bisschen lieber. Ausprobieren kann man es allemal, gerade bei dem Preis macht man nichts verkehrt. Probiert es mal ruhig mit Wasser aus, es ist auf jeden Fall spannend. Der Rest ist Geschmackssache. Ansonsten, ich bin restlos begeistert. Gerade für den dunklen Batch. Es hat das gehalten, was ich erwartet habe. Es ist tatsächlich der Whisky, ist, den ich eh schon mochte, noch ein Ticken besser geworden, weil dieser PX-Einfluss einfach noch besser ist. Sagt mir persönlich immer sehr zu, sowas. Ja. Wenn ihr schon mal beide probieren konntet und schreibt mal vielleicht noch in die Kommentare zu den Fragen, die ich schon gestellt habe, welcher gefällt euch besser, wenn ihr beide kennt. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Reingehauen.